Was geht ab, ihr Süßen? Aus dem ungemütlichen draußen kommen wir jetzt nach drin. Es ist super, super angenehm jetzt hier drin. Schön, ich habe Kamin gerade angemacht. Mach uns einen Tee und werde eure Fragen beantworten. Ihr habt reichliche Fragen auf Instagram gestellt. Erstmal danke dafür. Ich muss mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Aber solange das Wasser noch nicht kocht, kann ich ja schon mal ein paar loslegen. Wir fangen mal mit der ersten Frage an, und zwar von Svenja Phoebe. Kann man einem älteren Hund noch das Alleinebleiben beibringen, in Klammern, vorgeschädigter Tierschutzhund? Natürlich, das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn der Hund schon jahrelang gelernt hat, dass das Alleinesein an sich etwas Negatives ist, eine negative Auswirkung auf den Hund hat. Denn es ist unheimlich schwer, das Ganze halt eben zu entkoppeln. Aber für mich das Allerwichtigste ist, nicht wie Google, unser Hundeflüsterer, sagt, ja, mal 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten. Nein, viel wichtiger ist, die Ursache herauszufinden. Warum kann mein Hund nicht alleine bleiben? Hat er Angst tatsächlich, dass er zurückgelassen wird, also Verlustängste? Hat er Angst, dass beispielsweise er die Kontrolle verliert? Weil der Hund auch in anderen Lebenslagen auch gerne mal kontrolliert, schaut, dir hinterherläuft gegebenenfalls, dich beschattet, um nicht so nach dem Motto, du gehörst mir, sondern ich halte dich gut im Auge, damit du mich bloß nicht alleine lässt. Es ist unheimlich wichtig, da dem Hund das Gefühl zu geben, hey, hör mal zu, du bist mit mir sicher. Weil wenn man schon dem Hund das Gefühl suggeriert, dass er schon mit einem selbst unsicher sein kann, ja, dann wird er natürlich umso unsicherer sein, wenn wir gar nicht da sind, also wenn der Mensch überhaupt nicht da ist. Also das Wichtigste für das Alleinesein ist, herauszufinden, warum es nicht klappt. Warum kannst du nicht alleine bleiben? Und dann an der Bindung zu arbeiten. Also das ist jetzt nicht das Training 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, sondern wie kann ich im gesamten Alltag meinem Hund das Gefühl von Sicherheit vermitteln? Welche Konfliktsituationen überfordern meinen Hund? Und wo kann ich ansetzen als Mensch, als Verantwortungsträger und meinem Hund Alternativen bieten, so dass er sich immer mehr auf mich verlassen kann, sich auf meine Entscheidungen verlassen kann. Das heißt also, auch wenn ich die Entscheidung treffe, du kommst nicht mit, dass er sich auch darauf verlassen kann, dass ich wieder zurückkomme. Michael Spatter fragt, oder Michaels Pater? Verzeih es mir, Michael. Wann geht's mit dem Podcast weiter? Ja, gute Frage. Wir haben ja eigentlich eine Sommerpause gemacht und dann gab es super viele Projekte, die da kreuz und quer geschossen haben. Und wenn die liebe Maike, der liebe Karim und ich etwas machen, dann machen wir es natürlich mit Herz und Leidenschaft. Und dementsprechend haben wir gesagt, pass auf, wir regenerieren ein wenig, wir sammeln etwas Kraft, versuchen den Podcast etwas zu verändern. Und wir werden im kommenden Jahr, jetzt direkt in den nächsten Wochen, uns alle zusammensetzen, darüber reden, wann und wie wir weitermachen können. Weil wir haben alle Bock darauf, wir freuen uns da riesig. Wir haben da eine kleine Fanbase schon aufgebaut, und die wir da gern haben. Und es macht uns einfach unheimlich viel Spaß. Also dementsprechend, ihr könnt euch darauf freuen, es wird hoffentlich bald losgehen. Während das Wasser noch kocht, beantworte ich hier schon mal die Frage von Fairdogs Official. Sie fragt, wie lerne ich Hund am besten? Was sind deine Tipps zum Lernerfolg? Das Allerbeste, das habe ich selbst gemacht als Teenager, und da bin ich so glücklich, dass ich das tatsächlich gemacht habe, war, ich habe damals mein altes Handy genommen, bin auf eine Hundewiese gegangen und habe mich einfach den gesamten Tag nur damit beschäftigt, was auf der Hundewiese passiert. Und zwar nicht, was die Menschen machen, sondern eher, was die Hunde machen, ein paar Etagen tiefer. Ich habe angefangen, Interaktionen zwischen den Hunden zu filmen und danach immer wiederkehrenden Mustern zu suchen. Ich habe beispielsweise geschaut, okay, gut, wenn es da 3, 4, 5 Hunde gibt, die sich schon kennen, wunderbar miteinander spielen, was dazwischen denn passiert und was passiert, wenn ein fremder Hund dazukommt. Wie verhalten sie sich? Und der Hund aus dieser Gruppe, aus dieser intakten Gruppe, der sich von Anfang an verantwortlich gefühlt hat für den neuen Hund, macht er das bei dem nächsten genauso oder ist es wieder was anderes? Ich habe unheimlich viel über Hunde, über ihre Körpersprache, über die sozialen Interaktionen kennengelernt und verstanden, als ich einfach nur viele, viele Stunden im Sommer
auf Hundewiesen verbracht habe. Es ist echt schön. Also sucht euch keinen regnerischen, miesen Wintertag wie heute aus. Ja, geht lieber im Sommer raus, setz dich auf eine Wiese, schau dir an, was da passiert und du wirst sehen, wie unfassbar viel uns eigentlich entgeht. Und dementsprechend filme ich auch alles, dass falls ich etwas mit dem Auge nicht gesehen habe, dass ich jetzt sofort nachschauen kann. Okay? Was tun, wenn Hund durch Angst nicht spazieren geht? Eine absolute Katastrophe. Ich hatte vor kurzem genau solch einen Fall. Monty, Shoutouts. Er lebte seit einem Dreivierteljahr bei uns in Deutschland und hat keinen einzigen Fuß vor die Türe gesetzt. Ich kann dir keinen Tipp über Instagram oder hier jetzt über YouTube geben, damit du mit deinem Hund sofort rausgehen kannst. Das ist super, super wichtig, da diesem Hund erstens natürlich die Zeit zu lassen, den nicht komplett zu überfordern, zu überfahren. Aber andererseits, und das ist super, super wichtig, da die Waage zu halten, nicht zu viel Zeit zu lassen. Hunde, die, sagen wir mal, jetzt dein Angsthund, der kommt, sagen wir mal jetzt, wie mein Monty, den ich jetzt vor kurzem trainiert habe, kommt aus dem Ausland, hat eine schlimme Vorgeschichte. Monty kommt aus Rumänien, meine ich. Er kam hierhin und hatte eine liebevolle Familie. Ein Pärchen, was sich absolut stark um ihn gekümmert hat. Der hatte 2, 3 Hundefreunde im Haushalt schon, die mit ihm zusammen dann gelebt haben. Der hatte einen Garten, wo er sein Geschäft erledigen konnte. Der hatte seine Rückzugsorte, er hatte sein Essen. Was hat dieser Hund noch mehr gebraucht? Das heißt also, der hatte sich ein Dreivierteljahr eine Komfortzone aufgebaut, die unheimlich schwer wieder runterzukriegen war. Und sobald man den Hund mit einem Widerstand konfrontiert hat, heißt Anleinen beispielsweise oder an einer unangenehmen Stelle mal anfassen, dieser Widerstand kam auf diesen Hund doppelt und dreifach wieder zurück, weil er ja die ganze Zeit in dieser Komfortzone sich befunden hat. Also das ist super wichtig, da genau die Waage zu finden, wie viel Zeit lasse ich meinem Hund, damit er ankommen darf, aber wie viel Zeit ist dann einfach zu viel, dass er dann sich so einbettet und sagt, nee, komm, geh du alleine spazieren, ich habe doch alles, was ich will. Ist das nachvollziehbar für euch? Ich hoffe schon. So, ihr Süßen. Ja, ja, ja. Tee zieht jetzt und wir gehen jetzt auf die Couch. Moin! So, Tee ist ready. Ah, dann machen wir uns das gemütlich. Weiter geht's mit den Fragen von euch. Und zwar fragt Falzen van Devo, auf welche Zeitdauer kann man denn einen einjährigen Hund alleine lassen? Das kannst du gar nicht pauschalisieren. Es kommt immer darauf an, wie lange hast du den Hund schon? Welche Vorgeschichte hatte der Hund? Also was hat er mitgebracht? Was ist das für eine Rasse? Ja, das spielt eine größere Rolle, als man glaubt. Wie intensiv trainierst du mit deinem Hund? Das sind alles Faktoren, die ich dir nicht ansatzweise sagen kann, die aber einen unglaublich starken Unterschied ausmachen können, ob der Hund mit einem Jahr schon gut alleine bleiben kann, auch für mehrere Stunden oder überhaupt gar nicht. Und dann kommt es auch noch auf den Charakter deines Hundes an. Wie sensibel ist der eigentlich? Welche Bedürfnisse hat der? Ist das eher einer, der ein bisschen zu Unsicherheiten neigt? Oder ist das eine Rampensau? Dementsprechend kannst du gar nicht genau sagen, ja, das ein Jahr, dann lässt du den so lange alleine. Mit 2 Jahren lässt du den so lange allein. Nee, das wäre viel zu einfach. Dann würde es nur ein Hundebuch geben und allen Menschen wäre damit geholfen. Aber unter diesen Umständen würde ich dich bitten, dass du genau diese Faktoren alle mit einbeziehst. Wie sensibel ist dein Hund? Was hat er für eine Vorgeschichte? Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, sagen wir mal, du hast den Hund seit einem Jahr schon als Welpen zu dir bekommen. Und da hättest du schon eigentlich anfangen können, den Stück für Stück zu entnabeln. Das macht man aber nicht, wie Onkel Google das sagt. Ja, 5 Minuten, dann 10 Minuten, mal 15 Minuten, dann 20 Minuten das Haus verlassen. Das wäre viel zu einfach. Nein, man macht das schon mal so, dass man innerhalb der Räumlichkeiten sich schon etwas versucht zu abzukapseln. Ja, wirst du von deinem Hund beispielsweise zu Hause verfolgt? Läuft er dir hinterher im Bad, in die Küche? Verfolgt er dich, wenn du hoch und runter gehst? Wie verhält er sich? Und dann ist es wichtig, dann halt eben sich zu Hause schon zu entnabeln, dem Hund Ruheorte zu geben, beispielsweise nach einem langen Spaziergang, dass das wie so eine Art Ritual eingebaut wird. Ja? Du machst einen langen Spaziergang, kommst nach Hause, dann führst du deinen Hund direkt auf seinen Platz, gibst ihm meinetwegen was zu essen dort, zu trinken und dann darf er dort etwas entspannen. Und in dem Moment, wenn er entspannt, bewegst du dich innerhalb deines Zuhauses herum.
nabelst dich mal komplett ab, gehst mal aus der Wohnung raus oder aus dem Raum raus, schon mal zumindest, schließt die Türe hinter dir, achtest immer darauf, dass dein Hund schön auf seinem Platz bleibt und diese Ruhephase annehmen kann. Und so baut man das Stück für Stück auf. Und die anderen Faktoren, die beeinflussen weder ich noch du, da müsstest du sensibel genug auf deinen Hund achten und dann schauen, wie viele Fähigkeiten besitzt er eigentlich, dass er auch mehr als 1 oder 2 Stunden mal alleine sein kann. Was übrigens überhaupt nicht schlimm ist für einen Hund. Ja? Es sei denn, man übertreibt und man lässt ihn jeden Tag regelmäßig für viele Stunden alleine. Aber wenn die Grundvoraussetzungen da sind, der Hund alle Grundbedürfnisse befriedigt bekommen hat, dann kann er auch gerne und gut alleine sein. Die nächste Frage ist von Here to Change the World. Schöner Name, sehr gut, ich hoffe, du schaffst das. Ihre Frage ist, was ist die beste Vorbereitung auf einen Welpen aus Rumänien, der bis jetzt nur in einer Hundehütte gelebt hat? Dieselbe Vorbereitung, wie wenn du einen Hund vom Züchter bekommst. Das hört sich erstmal paradox an, es ist aber tatsächlich so. Beschäftige dich mit dem Ausdrucksverhalten deines Hundes. Wie kommunizieren Hunde eigentlich? Wie sehen ihre sozialen Interaktionen aus? Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, sich mit dem Wesen des Hundes im Allgemeinen zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns, wir holen uns das neueste iPhone und beschäftigen uns, was das für eine Speicherkarte hat, weiß ich nicht, wie gut die Kamera ist, wie die Tonqualität ist und sonst irgendetwas, wie die Auflösung im Bildschirm ist. Das ist Wahnsinn. Wir beschäftigen uns mit so einem Gerät mehr als mit einem Lebewesen. Ach, der sieht aber süß aus, komm. Ich bin tierlieb, ich nehme den. Das heißt nicht, dass du das machst. Bitte nicht falsch verstehen. Ich meine nur, wir beschäftigen uns teilweise mit Banalitäten mehr als mit einem Lebewesen. Und ich finde, dass die beste Vorbereitung, egal ob dein Hund aus Rumänien kommt oder von einem Züchter oder von wo ganz anders, die beste Vorbereitung, übrigens auch absolut egal, ob das ein Welpe oder ein älterer Hund ist, es ist immer wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie dieser Hund kommuniziert. Und wie in jeder Beziehung, ob zwischen dir und deinen Eltern, zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin, zwischen dir und deinem besten Freund, deiner besten Freundin, da weißt du selbst, dass das Allerwichtigste die Kommunikation ist. Wenn man sich nicht versteht, wenn man den anderen nicht versteht, wenn man da selbst das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden, wie frustrierend das ist. Gib deinem Hund dieses Gefühl nicht. Und ansonsten wünsche ich dir viel Glück und schicke positive Energie. Ja. Was ist Lust, du Kritte? Willst du einen Tee? Ist aber heiß. Willst du einen Tee? Ist auch heiß. Holly kommt, fragt. Ich habe mehr Angst vor Hundebegegnungen als Holly. Was kann ich tun? Ja, das ist echt lustig. Das ist Wahnsinn, wie viele Menschen von solcher einer Angst vor Hundebegegnungen betroffen sind. Meistens sind es Menschen, die selbst eine schlechte Erfahrung gemacht haben in ihrer Kindheit mit Hunden oder gegebenenfalls mal Zeuge waren, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden. Ich habe unglaublich viele Klienten, die selbst als Kind mit ihrem Hund, damals mit ihrem Familienhund, ausgegangen sind und angegriffen wurden von einem anderen Hund und dadurch dieses Ohnmachtsgefühl kommt. Und genau darauf will ich ein, Ohnmacht. Ich glaube, das ist das, wovor wir am allermeisten Angst haben. Das Gefühl von nicht mächtig genug zu sein, um eine Situation zu lösen, zu klären. Hier könnte ich wieder in eure und mein Phrasenschwein werfen, aber hier ist Wissen Macht. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du ein 2 Meter großer Kerl bist wie ich oder ob du eine zierliche Frau bist. Es spielt absolut keine Rolle oder ein Kind. Es geht darum, dass du deinen Verstand einsetzt. Wir Menschen interpretieren mehr, als wir wissen. Stell dir mal vor, du siehst einen großgewachsenen, dunklen Kerl mit einem, weiß ich nicht, mit einem großen Molossoiden, mit einem kräftig gebauten, großen, dunklen Hund. Das Erste ist natürlich eine Panikreaktion, die du da hast. Oh Gott, ich muss weg vor dem Menschen und vor seinem Hund. Aber du stigmatisierst damit. Du verstehst nicht, was da passiert, du interpretierst. Das ist ein Schutzmechanismus deines Hirns, um dich zu schützen, aber es ist mehr ein Hindernis als ein Schutz, weil vor allen Dingen Menschen, die in der Stadt leben, ja, die können nicht anderen Hunden ständig aus dem Weg gehen, sonst ist es ein Spießrutenlauf. Wie gesagt, ist hier Wissen Macht. Erstmal zu wissen, dass Hunde einfach unfassbar soziale Lebewesen sind, teilweise sozialer als wir Menschen es sind. Dass die wenigsten Hunde so bekloppt sind, rausgehen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen und alle Menschen und anderen Hunden gefährlich werden wollen. Wie gesagt, Hunde sind sehr soziale Tiere. Und dann ist es so, dass man schon von Weitem eigentlich sehen kann, wenn ein Hund Probleme mit Artgenossen hat.
Das heißt also, wenn du Angst hast um deinen Holly, dann würde ich in erster Linie darauf achten, dass du Holly damit nicht beeinflusst, negativ, dass du aus Situationen Größeres machst, als also ein größeres Problem schaffst, als es wirklich ist. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und hörst deinen Piloten, deine Pilotin, die dann sagt, ach du Scheiße, ich weiß nicht mehr weiter. Da würden wir wahrscheinlich nicht ganz entspannt in unserem Sitz sitzen und sagen, ah, ich freue mich auf den Urlaub. Nein, dieser Mensch ist verantwortlich für uns. Und wenn der sich Unsicherheiten hat, verfallen wir ebenfalls in welche. Dementsprechend, ich bitte dich, achte darauf, dass deine Ängste nicht negativen Einfluss auf Holly haben. Und dann konfrontiere dich mit deinen Ängsten. Woher kommen sie eigentlich? Warum hast du diese Angst? Und fang an zu beobachten. Ich würde dir sogar fast empfehlen, ohne Holly. Geh doch einfach mal auf eine Hundewiese. Schau dir mal die Interaktionen der Hunde an. Bewusst von größeren Hunden. Geh in ein Tierheim. Schau dir da mal Hunde an. Die sind auch noch mal in einem sicheren Rahmen. Hunde bellen dort, die sind aufgeregt. Einige haben Angst, manche sind voll frustriert. Sich mal das alles anzuschauen und dieses Gefühl loszuwerden von, oh Gott, große Hunde sind eine Gefahr, bellende Hunde sind unerzogen und eine Gefahr. Das stimmt überhaupt nicht. Hunde sind sehr sozial. Ich bin der Anwalt der Hunde und ich finde sie teilweise angenehmer und sozialer als die meisten Menschen. Also von daher, Wissen ist Macht. Füll deinen Verstand mit Wissen und beende Interpretation. Gute Lektüre. Mir fallen da zwei sehr gute Bücher ein. Sehr höflich zu deinem Hund. Stadtwölfe, das zweite Buch. Schau dir das an. Das sind wirklich gute Tipps. Und nicht, weil ich die Bücher geschrieben habe. So. Julie the Vet schreibt, was muss ich tun, damit du meine Nachrichten liest? Hahaha, bin Ultra-Fan. Julie, mir hier zu Fragen zu stellen, dann lese ich deine Nachrichten auch. Wiebke aus B fragt, gibt es weitere Folgen aus eurem Podcast? Hatte ich ja schon vorhin, das sind einige Fragen, ich muss die mal, glaube ich, sortieren. Es sind echt viele Fragen bezüglich des Podcasts. Ja, hoffentlich, bald, da tun wir unser Bestes für. Kohlzwerg fragt, das ist eine lustige Frage, wenn du kein Hundetrainer geworden wärst, wärst du heute was? Lustigerweise habe ich letztens dieses Gespräch mit meinem besten Kumpel gehabt und dann haben wir überlegt, okay gut, was wäre ich denn, wenn ich nichts mit Hunden machen würde? Ich hätte mir jetzt einfach nichts eingefallen und dann dachte ich so, was wollte ich denn als Kind eigentlich machen? Oder als Heranwachsender? Ich interessiere mich sehr für die Psychologie. Okay, jetzt mache ich etwas, was mit der Psychologie und der Interaktion und Kommunikation zu tun hat. Aber ich habe mich sehr für die Kommunikation des Menschen interessiert. Warum kommunizieren Menschen, wie sie es tun? Körpersprache des Menschen. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich irgendetwas mit Psychologie studiert. Oder Veterinärmedizin. Aber ich bin froh bei dem, was ich mache. Sehr sogar. So. Bobby der Maltipu fragt, Zweithund, wie lange sollte man getrennt spazieren gehen? Die Frage ist, warum gehst du überhaupt spazieren getrennt? Also wenn du das Gefühl hast, überfordert zu sein mit zwei Hunden, dann mach es so lange, bis du die Sicherheit beim ersten Hund hast. Das ist schon mal sowieso wichtig. Den ersten Hund kennst du schon gut. Da hast du schon vielleicht Erfahrungen, wie dein Hund in bestimmten Situationen reagiert. Beispielsweise bei Hundebegegnungen oder mit anderen Menschen oder anderen Herausforderungen des Alltages. Ich würde wirklich sagen, versuch erstmal mit einem Hund wirklich dich sicher zu fühlen. Dazu empfehle ich immer eine gute Hundeschule bei einer guten Hundetrainerin, einem guten Hundetrainer. Da sind Griff- und Bewegungstechniken unfassbar wichtig. Ja, wie halte ich die Leine? Wie setze ich bestimmte Impulse? Wie bringe ich meinem Hund eine angenehme Leinenführung bei? Und dann fängst du mit einem Hund an und dann machst du das so lange getrennt, bis du bei einem Hund dich richtig sicher fühlst. Und dann, sobald du den zweiten Hund dazu nimmst, würde ich dir sowieso empfehlen, nimm deine Freundin mit, deinen Partner, deine Partnerin oder irgendjemand anderen, dass du erstmal mit dem einen dich ein paar Minuten warm läufst, vielleicht 5 bis 10 Minuten, und dass die andere Person mit dem zweiten Hund langsam nachrückt und die dir dann die Leine dann irgendwann übergibt. Und dass wenn du irgendwann, wenn du zwei Hunde hast, merkst, okay, gerade ist es jetzt zu viel, dass du dann eine Leine abgeben kannst. Das ist super wichtig, dass du in den ersten Malen keine Unsicherheiten erfährst, dass du nicht das Gefühl von Ohnmacht hast, ach du Scheiße, was soll ich machen, ich bin überfordert, der eine zieht da lang, der andere da lang. Dementsprechend nimm eine zweite Person mit und mach es erstmal vorher so, dass du dich sicher fühlst mit einem Hund. Okay?
Coconuts 41. Wie viele Hunde hast du? 4. 4 eigene Hunde, 2 Kater und immer wieder Pflegehunde, die zu mir kommen. Dementsprechend, ja, habe ich eine große Familie. Julia Münster fragt, mein Hund legt sich bei Hundebegegnungen hin und fixiert andere Hunde. Was tun? Verstehen, warum er das tut. Manche Hunde machen das beispielsweise, sich hinsetzen, hinlegen, um aus der niedrigen Position alles sehen zu können und selbst genug Zeit zu haben, eine Entscheidung zu treffen. Manche Hunde machen das aus Ohnmacht. Es ist eine soziale Interaktion, eine höfliche Geste, bei Hundebegegnungen erstmal langsamer zu werden, stehen zu bleiben, gegebenenfalls zu beschwichtigen, Abstand zu gewinnen. Und die meisten Hunde, wenn sie an der Leine sind, die Menschen das nicht wissen und der Hund in so einer Situation einen anderen Hund begegnet, stehen bleiben will oder gegebenenfalls zur Seite gehen will, ziehen sie den weiter, den Hund. Und wenn der Hund häufig genug weitergezogen wird, versteht er, dass er eigentlich im Grunde genommen ein Ohnmachtsgefühl hat und sich dann hinlegt. Dann legt sich der Hund hin, weil er dann weiß, okay, gut, hier werde ich nicht gezogen. Und ich habe eine Ruhe Zeit, um über alles nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, nicht in den Situationen, wenn dein Hund sich hinlegt, da erst zu reagieren, sondern den gesamten Spaziergang sich mal anzuschauen. Wie wird er geleitet? Wie wird er geführt? Ist der Spaziergang eigentlich gut strukturiert? Sind die Verantwortungsbereiche unserer beiden Beteiligten, also von dir und deinem Hund, sind diese Verantwortungsbereiche klar? Und dann würde ich es nicht mit fremden Hunden machen, sondern wirklich mit einem Hund, wo du es gezielt ausprobieren kannst. Das heißt also, du siehst den anderen Hund, sagen wir mal, in deiner Nachbarschaft lebt ein Hund. Die Menschen dieses Nachbarshundes kennst du. Vielleicht machst du mal eine Verabredung mit ihnen auf der Straße, irgendwo, wo es ruhiger ist. Und dann bewegst du dich mit deinem Hund raus. Sobald du die anderen siehst, beobachte dann deinen eigenen Hund. Wann senkt er den Kopf? Wann fängt er an zu fixieren? Und bevor er die Entscheidung getroffen hat, sich hinzusetzen, gibst du dem alternative Lösungen. Gegebenenfalls sagst du ihm bewusst, dass er warten soll. Und dann machst du einen leichten Bogen, sprichst ihn an, warte. Und dann komm mal hier rüber, machst einen leichten Bogen beispielsweise. Aber sobald dein Hund die Entscheidung getroffen hat, das heißt also den anderen sieht, das Kopf senkt, langsam anfängt zu schleichen und sich dann hinsetzt. Wenn du dann anfängst zu reagieren, ja, wie der Begriff schon sagt, du reagierst. Du zeigst einfach nur eine Antwort auf das, was dein Hund da vorher gegeben hat. Dementsprechend greife ein, bevor dein Hund schon die Entscheidung getroffen hat. Dann ist es deutlich einfacher. Also beobachte ganz genau, wann dein Hund diese Entscheidung trifft und gib ihm Alternativen. Wenn es die Alternative ist, gegebenenfalls deinen Hund freundlich anzusprechen und umzudrehen, also komplett den Weg wieder zurückzugehen, zu sagen, nö, unter diesen Umständen mache ich das nicht. Porzellanmädchen fragen, wird es noch ein weiteres Buch geben? Definitiv. Ich habe die Leidenschaft zum Schreiben gefunden für mich und ich bin so unendlich dankbar dafür. Mir macht das unheimlich viel Spaß, selber zu schreiben, meine Gedanken schweifen zu lassen. Dass ich definitiv weitere Bücher schreiben werde. Ich will euch nicht zu viel verraten, aber ich habe schon eine sehr, sehr geile Idee für das nächste Buch. Ich bin gespannt, wie ihr es findet, aber dazu später mehr. Aber ja, definitiv, ich werde definitiv weitere Bücher schreiben wollen. Zwei Fragen wollten wir noch machen, ne? Machen wir noch eine. Was tun bei extrem ausgeprägtem Jagdtrieb? Anti-Jagd-Training. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das ist so irre. Du musst dir mal vorstellen, wenn du einen Jagdhund hast und das die Leidenschaft deines Hundes ist, du kannst nicht tausende Jahre Selektion und Mutation und Triebe, die die Natur vorgeben, mit einem kurzen Seminar oder irgendeinem Training komplett verändern. Was ich gelernt habe, ist, dass du einen Jagdtrieb niemals unterdrücken kannst. Irgendwie kommt es so oder so raus. Und wenn es unvorhergesehen passiert. Du kannst es kontrollieren. Das heißt also, wenn du beispielsweise den Spaziergang deutlich besser strukturierst,
das Bedürfnis deines Hundes genauso befriedigst, wie es braucht. Stell dir mal vor, du kommst zu mir nach Hause, hast Durst, sagst, boah, Mensch, Massi, so heiß draußen, hast du irgendetwas, was ich trinken kann? Klar, ich mache dir den besten Kaffee. Und du so, nee, ich habe Durst, ich brauche was Kühles. Ich habe auch Cognac oder Wein. Alles hilft dir nicht. Du brauchst genau das, was du gerade verlangst. Wasser, irgendetwas, was deinen Durst stillt. Und wenn der Hund beispielsweise jagen will, einen Adrenalinrausch erfährt, wenn er der Beute hinterher fetzt, seinen Körper elegant einsetzt, vielleicht sollte man genau das mal machen. Dass er mal rennen, toben darf, dass er gegebenenfalls seine Nase einsetzen kann, dass er verschiedene Aufgaben bewältigt mit dir gemeinsam. Das heißt also, dass da auch eine Kooperationsbereitschaft entsteht, dass dein Hund versteht, dass der größte Spaß immer mit dir entsteht. Ich würde das mal mit Mantrailing probieren. Ich würde mal gucken, was kann mein Hund? Welche Fähigkeiten hat er? Unser gesamtes Schulsystem ist schon darauf ausgelegt, zu erfahren, was wir nicht können. Wir werden bewertet, wir werden verglichen, wir werden klein gehalten. Ich war selbst in dieser Schule. Ich weiß, wie unfassbar schwer das ist, wenn man von einem etwas verlangt, was man gar nicht kann. Deswegen achte bitte darauf, was kann eigentlich dein Hund? Welche Fähigkeiten hat er? Und bau diese aus. Wenn du weißt, dass er bestimmte Spots hat, wo der immer wieder abhaut, zieh ihm eine Schleppleine an. Ansonsten würde ich dich sowieso bitten, kauf deinem Hund einen GPS-Tracker, zieh dem das hinten im Geschirr an, dann hast du eine App auf deinem Handy, wo du zu jeder Zeit sehen kannst, wo sich dein Hund befindet. Damit gehst du immer auf Nummer sicher. Zieh deinem Hund eine Schleppleine an. Hoffentlich ist dein Hund gechippt und registriert, dass man auch immer für den Fall des Falles weiß, zu wem der Hund gehört. Und ansonsten trainiere. Schau bitte, was dein Hund kann. Okay? Gut, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben jetzt echt mega lang gemacht. Schön, dass ihr bei mir wart. Ich habe den Tee sehr genossen mit euch. Danke für eure vielen Fragen. Ich würde gerne beim nächsten Mal dann weitermachen. Ansonsten, tschüss.